Wer zukünftig auf Bargeld im öffentlichen Nahverkehr Schwerins verzichten möchte, kann das ab sofort tun. Über die neue App des Nahverkehrs Schwerin, kurz NVS, können Nutzer ihre Tickets kaufen. Am 24. September stellte der NVS die App der Öffentlichkeit vor. Das Thema Vertriebswege und möglichst neue Vertriebswege, einfache Vertriebswege ist immer ein Thema. Und Digitalisierung kann man unterschiedlich füllen. Wir haben gesagt, das ist für uns auch, digital einen Fahrschein zu erwerben. Deshalb die App, bewährt mit unserem Automatenhersteller ECA. Und seit Februar kann man schon mit Kreditkarte und EC-Karte kontaktlos bezahlen an den Automaten. Und das war der nächste Schritt. Also wir waren im Aufsichtsrat durchaus begeistert und haben gesagt, verfolgt den Weg weiter, Geschäftsführung. Und dass es so positiv umgesetzt wurde, ist gut. Und mit dem Unternehmen Stadtwerke ist ja zusammen auch insgesamt Innovatives auf dem Weg mit WLAN in den Verkehrsmitteln, was von manchem auch so oder so gesehen wird. Wir denken aber, es ist der richtige Weg. Über das Scannen eines QR-Codes können Kontrolleure die Tickets prüfen. Die Nutzer zahlen aktuell nur über die Bezahlplattform PayPal. In Zukunft sollen weitere Zahlungsmethoden hinzukommen. Auch das Suchen nach Verbindungen wird demnächst über die App möglich sein.